Den Unterschied zwischen einem Ottomotor und einem Dieselmotor zu erkennen, ist manchmal gar nicht so einfach. Sicher, hinten steht an der Klappe ein D oder irgendwas anderes. Lassen sich davon nicht blenden. Die Werbebezeichnungen unserer Kraftfahrzeuge sind vielfältig und die Werbeköpfe lassen sich da viel einfallen. Nein, wenn die Motorhaube aufgeklappt wurde, woran kann ich erkennen, das ist ein Ottomotor, das ist ein Dieselmotor? Es ist wirklich nicht so einfach, weil die Motoren sind total verkleidet. Ich kann keine Zündkabel mehr erkennen, weil das wäre ein Indiz für einen Ottomotor. Ich kann kaum mehr Hochdruckeinspritzanlagen erkennen. Das wäre ein Indiz für den Dieselmotor. Ein Tipp wäre immer, an der Klappe zu schauen, weil dort schreiben die Hersteller ja immer rein, das ist ein Diesel oder das ist ein Otto. Weiß ich gar nicht. Steht das da drin? Weil es hat natürlich Bedeutung beim Tanken. Wenn ich in ein Dieselfahrzeug Otto Kraftstoff eintanke, habe ich ein Problem. Wenn ich in ein Otto-Fahrzeug Dieselkraftstoff eintanke, habe ich ein Problem. Darüber sprechen wir beim Thema Kraftstoffe noch einmal oder auch beim Dieselmotor. In jedem Fall schon so viel im Hinterkopf, das sollte man vermeiden, weil es wird teuer. Ein Dieselmotor hat ein höheres Verdichtungsverhältnis als ein Ottomotor. Das kann ich nur äußerlich nicht erkennen. Das ist typbedingt, das ist eine Eigenschaft des Dieselmotors und das sehe ich von außen nicht. Ein Ottomotor hat eine ganz andere Einspritzanlage als ein Dieselmotor. Ich schätze mal, 95% der produzierten Ottomotoren haben eine äußere Gemischbildung. Das heißt, dass der Kraftstoff in das Ansaugrohr eingespritzt wird und beim Ansaugen ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft angesaugt wird. Der Diesel saugt reine Luft an und der Kraftstoff wird bei modernen Dieselmotoren direkt in den Brennraum eingespritzt. TDI, Direct Injection, Direct Injection. Aufgepasst, es gibt in zunehmendem Maße Ottomotoren, die sind auf dem Vormarsch, die als Direkteinspritzer ausgelegt werden. Sie haben zwar nicht so hohe Einspritzdrücke wie der Dieselmotor, aber sie haben typbedingte Vorteile gegenüber der äußeren Gemischbildung, der anderen Einspritzsysteme und deshalb werden sie sich langfristig wohl auch durchsetzen. Bei der Konstruktion von Motoren gibt es ja verschiedene Wünsche. Sie wünschen sich Power. Der Gesetzgeber sieht das ganz anders. Der schreibt ganz oben an Abgaswerte, Euro 1, 2, 3, viele. Sie kennen das. Ohne Ende wird das sein. Sodass die Konstrukteure immer stärker gezwungen sind, ihr Motormanagement so zu gestalten, dass die Qualität der Abgase den gesetzgeberischen Anforderungen genügt. Und das ist nicht einfach. Der Kunde möchte natürlich auch geringen Kraftstoffverbrauch haben. Langlebig soll der Motor sein, er soll möglichst alle Kraftstoffsorten vertragen und, und. Das ist nicht immer einfach unter einen Hut zu bringen. Deshalb nochmal zusammenfassend: Ottomotoren haben überwiegend eine äußere Gemischbildung außerhalb des Brennraums. Dieselmotoren haben immer eine innere Gemischbildung. Innerhalb des Brennraums wird der Kraftstoff eingespritzt. Äußerlich am Motor zu erkennen, ist wirklich nicht einfach. Und bevor Sie dort einem Kunden zum Beispiel eine falsche Auskunft geben, sollten Sie sich doch mit Hilfe der Papiere, mit Hilfe des Tankdeckels oder indem Sie wirklich einige Verkleidungsteile entfernen, darüber mit vertraut machen. Um was für einen Motor handelt es sich? Es gibt zwar vielleicht einige kleinere andere Tricks. In jedem Fall kann man Tank aufschrauben, dran schnuppern. Und wer den Dieselgeruch einmal gerochen hat, der vergisst ihn nicht. Und der Otto-Kraftstoff beißt ganz schön in der Nase. Daran kann man es spätestens erkennen. Ich denke, für diese Lektion heute ist es genug. Lassen Sie das nochmal an Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen. Diskutieren Sie hier oder da nochmal mit Ihren Arbeitskollegen über die eine oder andere Frage. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Lektion, hoffentlich wieder.